Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Auch dieses Buch wurde mit mir vom Verlag zur Verfügung gestellt und dafür danke ich sehr. Wie immer findet ihr die Informationen zum Buch auf der Verlagsseite unten in der Videobeschreibung sowie meine Rezension auf Goodreads zu diesem Buch. Ich las von Eberhard Rathgeb, zwei Hälften des Lebens, Hegel und Hölderlin, eine Freundschaft. Lass mir den Titel kurz auf uns wirken, denn dazu sage ich gleich noch was. Das Buch ist im Hardcover erschienen und kostet neu 24 Euro. Ist ziemlich umfangreich, hat, lass mich gucken, 464 Seiten. Von dem Autor las ich bislang noch gar nichts und war ziemlich neugierig. Mit Hegel habe ich mich ausführlich in einem Seminar beschäftigt und mit Hölderlin auch im Rahmen eines Seminars, aber nicht ganz so ausführlich. Ich habe mir erwartet, allein vom Titel, dass ich hier einen Abriss bekomme dieser beiden Biografien und vor allem einen Überblick über die Beziehung der beiden zueinander. Das habe ich gedacht. Bekommen habe ich einen umfassenden, sehr detaillierten Überblick über die Zeit, in der Hölderlin und Hegel lebten und alle Denker, die es da wohl gab. Ich war ziemlich schnell sehr enttäuscht und ich kann euch auch sagen, warum. Zum einen fängt es schon an mit einem wirklich sehr merkwürdigen Inhaltsverzeichnis. Das finde ich an sich nicht verkehrt. Das kann ganz interessant sein. Dieses hier ist aber einfach nur unübersichtlich. Also dieser Fließtext ist das Inhaltsverzeichnis. Es ist unglaublich mühsam, da die Kapitel rauszusuchen, die einen interessieren. Und vor allem bleibt mühsam das Thema dieses Buches, denn es gibt keine Fußnoten. Ich habe vorher nicht nachgesehen, ob dieses Buch als Sachbuch ausgeschrieben ist, aber bei der Thematik hätte ich das einfach erwartet, weil wenn man biografisch arbeitet, muss man ja oder möchte man hoffentlich nachweisen, wie man auf diese Information kommt. Ja, nein. Es gibt einen Anhang und ein Personenregister. Im Anhang, und ihr wisst, ich liebe Fußnoten, deswegen hat mich das wirklich hart getroffen. Also Anmerkung heißt das hier, haben wir vorne die Seitenzahl aufgeschrieben und dahinter dann die Information. Das heißt, ich muss eigentlich parallel zum Lesen hinten immer gucken, ob auf der Seite, auf der ich gerade bin, eine Anmerkung fällig ist. Wenn ich das nicht tue, verpasse ich einiges und muss dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Zitat, die sind hier nämlich als solche auch nicht immer gekennzeichnet, hinten nachgucken, ob es denn eins ist und wenn ja, ob es einen Nachweis gibt. Das hat mindestens 2 Sterne Abzug gegeben. Das finde ich geht gar nicht. Weil wenn ich etwas Biografisches lese, dann doch, weil mich die Personen interessieren und weil ich eventuell interessiert daran bin, mich weiterhin zu belesen in diese Richtung. Und wenn ich dann ein Suchspiel vor mir habe, statt eines Lesegenusses, hebt das nicht unbedingt die Stimmung. Also zumindest war das bei mir der Fall. Wem das Spaß macht, der hat hier auf jeden Fall seine Freude dran. Ich nicht. Dann ist mir aufgefallen, dass es viele leere Sätze gab. Und mit leeren Sätzen meine ich verschachtelte lange Sätze, in denen eigentlich nichts gesagt wird. Ich lese euch ein solches Beispiel vor. Die beiden haben so viel gesagt, wie sie zu sagen vermochten. Der ist jetzt nicht besonders lang, aber er ist auf jeden Fall inhaltslos. Also, ihre Werke waren ihre größten Taten und zwar nicht nur in dem Sinne, dass alles, was sie schrieben, bedeutsam und wichtig sei, dass sie erst hier offenlegen würden, wer sie seien. Wisst ihr, was ich meine? Und diese Sätze gibt es ganz oft in diesem Buch. Also, wir haben ganz, ganz viele Kurzbiografien von allen möglichen Leuten. Also, ich habe irgendwann angefangen, mir an die Seite zu schreiben, wer hier gerade behandelt wird. Und ich lasse euch mal kurz daran teilhaben. Also, Jacobi und Fichte, Schopenhauer, Nietzsche und Hegel, Kierkegaard, Herder und Goethe. Diese 6 übrigens nur auf 2 Seiten. Hier haben wir ein bisschen Hölderlin. Dann kam eine Seite später gleich Platon, Goethe und Napoleon. Auf einer Seite, auf der nächsten nämlich schon Kant und Hegel. Goethe und Schiller. Rousseau, Herder, Goethe und dann noch ein bisschen Hölderlin. Jacobi, Schelling, Schiller, Kant, Forster, Goethe, Moritz,
Schiller und so weiter. Und das zieht sich durchs ganze Buch. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es irgendwann losgeht mit Inhalt, mit dem, was hier draufsteht, mit der Beziehung zwischen Hölderlin und Hegel. Zwischen diesen ganzen Kurzbiografien wird das fragmentarisch eingeworfen und das macht es unglaublich schwierig, einen Überblick zu behalten. Also es gibt ein paar Interpretationen Hegels Philosophie, die fand ich gelungen, die waren gut gemacht, das war gut zusammengefasst, bis auf den Nachweis, den man sich dann selber zusammensuchen musste. Ich fand auch die Beschreibung der Zeitgenossen gelungen. Also wenn da ein kurzer Abschnitt über Kant kam, der mehrmals vorkam, dann war das jedes Mal sehr gelungen umgesetzt, bis auf den Nachweis. Aber es ist ja nicht Ziel der Sache, es ist ja nicht das Thema. Ich habe das Gefühl, der Autor verliert sich hier in Exkursen. Es hat einfach mir jeden Lesespaß genommen. Wirklich jeden. Ich war einfach nur noch irgendwann schwer genervt. Ich kann es nicht anders sagen, weil das, was ich eigentlich lesen wollte, habe ich nicht bekommen. Um noch was Positives zu sagen. Frauen dieser Zeit erfahren hier auch Wertschätzung. Das finde ich immer schön, wenn das benannt wird. Das wird oft unter den Tisch fallen gelassen. Gerade in der Philosophiegeschichte werden Frauen selten benannt. Hier kommen sie zur Geltung. Der Autor ist relativ humorvoll. Das fand ich auch positiv. Und was ein bisschen irritierend war, für manche ist das aber durchaus positiv, deswegen erwähne ich es auch, ist, dass so parallel zu den Fragmenten der Handlung und den eingestreuten Exkursen gibt es auch noch private Exkurse des Autors. Also er erzählt dann was von seinen Nachbarn, von seinem Privatleben und was ihm da so ein bisschen passiert und versucht, das in Verbindung zu setzen. Ich finde, es ist nur bedingt gelungen. Also ich habe mich ganz oft gefragt, ja, okay, und warum erzählst du das jetzt? Mag aber sein, dass ich schon so eine negative Grundstimmung hatte, dass ich das dann nicht mehr wertschätzen konnte. Ein weiterer Kritikpunkt, es tut mir auch leid, das Buch so zu zerreißen, aber es war wirklich nicht gut, ist, dass es ganz oft in diesem Buch Vermutungen gibt. Also er war wohl so und so. Das lag bestimmt da und daran, wo ich so denke, okay, also ist das jetzt ein Ratespiel auch seitens des Autors? Also es gibt schon so wenig Nachweise und dann kommen noch Postulate hinzu. Schwierig. Schwierig, 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 weil es halt nicht Fiktion ist, sondern Biografie. Und da finde ich das einfach nicht angemessen, nicht sinnvoll. Vor allen Dingen habe ich mich irgendwann gefragt, wer ist eigentlich die Zielgruppe dieses Buches? Denn wenn man das Fach studiert hat oder so ein bisschen in der Thematik drin ist und sich einfach nur noch über diese beiden Autoren oder deren Verhältnis zueinander belesen möchte, da ja Hölderlin kein Philosoph war und man sich vielleicht nur mit Hegel auseinandergesetzt hat und gerne die Brücke schlagen würde oder andersrum, dann ist dieses Buch einfach nicht geeignet, weil es überhaupt nicht wissenschaftlich aufgebaut ist, nicht mal sachlich. Das heißt, diese Menschen könnten damit auch nichts anfangen. Menschen, die einfach sich privat meinetwegen mit der Lyrik Hölderlins auseinandersetzen und sich fragen, ach Mensch, da gab es so einen schwierigen Philosophen Hegel, den niemand verstanden hat, vielleicht kriege ich ja da die Brücke, die würden total konfus zurückgelassen durch diese ganzen philosophischen Exkurse, die einfach das noch verwässern. Also Hegel ist wirklich schwierig und der Umfang hätte locker gereicht, nur Hegel und Hölderlin zu bedienen. Aber nein, es kommt noch die halbe Philosophiegeschichte dazu und das fände ich jetzt für einen Laien auch eher verwirrend. Also ich weiß halt nicht, wer die Zielgruppe für dieses Buch ist. Wer kann davon profitieren? Also wenn einer von euch das gelesen hat und sagt, das war total toll und ich habe da voll viel rausgezogen, lasst es mich bitte wissen, weil mich das wirklich interessiert, für wen dieses Buch geeignet ist. Ich habe mich das die ganze Zeit gefragt und ich habe wirklich mich durchgearbeitet. Ich hatte schon nach einem Viertel keine Lust mehr. Aber ich habe gedacht, vielleicht ändert sich das irgendwann. Aber auf Seite 185 oder 250 oder irgendwie sowas waren wir immer noch bei der Geburt Hegels und Hölderlins. Also dazwischen kam dann auch mal Werksinterpretation, aber dann waren wir plötzlich wieder bei der Geburt. Also es war so fragmentarisch, überhaupt nicht chronologisch, gefühlt überhaupt nicht geordnet. Oh, nein, es war überhaupt nicht mein Buch. Ja, ich kann nicht viel mehr dazu sagen. Ich wünschte, ich hätte euch einen klaren Abriss der Handlung geben können, aber da er nicht vorhanden ist, kann ich ihn euch auch nicht geben. Und ich finde es so schade, weil ich mir so viel davon erhofft habe und weil der Autor für mich auch unbekannt war und gerade bei Hegel, der ja so ein schwieriger Zeitgenosse war, habe ich einfach gedacht, Mensch, der Stil ist auch sehr prosaisch bzw. umgangssprachlich und da hätte mir das auch gefallen, in dem Stil von Hegel zu erfahren, aber es war halt einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Also
Ich habe das Gefühl, er hat angefangen mit dieser Idee und daraus ist ein Riesenprojekt entwachsen, dem er dann in diesem Buch nicht mehr Herr wurde. Das ist, als wenn ich nach Hausarbeit anfange zu schreiben. Ja, doch, war richtig, ich bin schon ganz durcheinander. Und auf einmal ist es thematisch irgendwie eine Bachelorarbeit, muss aber auf 15 Seiten gepackt werden oder so. Also es passt einfach nicht. Es ist für mich nicht stimmig gewesen und ich gebe dem nur 2 Sterne aufgrund der wenigen positiven Sachen, die ich genannt habe. Ansonsten kann ich mit diesem Buch überhaupt nichts anfangen. Ich konnte damit nicht warm werden und es tut mir total leid, weil ich hätte es wirklich gern gemocht. Wirklich gern. Ich rate niemals von einem Buch ab, weil ich finde, jeder muss sich ein eigenes Bild davon machen. Von daher lest es, wenn euch das interessiert. Lest es, wenn euch Kurzbiografien vieler, vieler Denker und Denkerinnen interessieren. Oder wenn ihr einfach nur wissen wollt, ob es wirklich so ist, wie ich es sage, oder ob ich hier Blödsinn erzählt habe. Also ich verlinke euch das alles, ihr könnt das gerne nachlesen, ihr könnt da mal reinschauen. Ja, ich für meinen Teil bin nicht so angetan und werde wahrscheinlich von dem Autor nicht noch etwas lesen. Ja, so kann das auch manchmal gehen. Man weiß es ja vorher nicht und was soll ich lügen, wenn es mir nicht gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem auch in weitere Rezensionen und Videos von mir rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!